Frohes neues Jahr! Michael! Hallo ihr Lieben, willkommen in 2017. Für mich wird es in diesem Jahr einige Veränderungen geben. Und bevor es auf meinem Kanal so richtig weitergeht, dachte ich, starte ich doch mal mit diesem Infovideo, in welche Richtung es wohl gehen wird dieses Jahr mit mir hier. Womit fange ich an? Ich glaube, das Krasseste erzähle ich zum Schluss. Also als erstes erstmal, doch geht. Wer Silvester die Leider-Lustig-Folge verpasst hat, in der es so viel Gnieche gab wie noch keiner Leider-Lustig-Folge zuvor, der kann auf zdftv.de das nachholen. Hab natürlich gleich einen Link in die Infobox geknallt. Das war schon die erste Nachricht, viel Spaß beim Gucken. Die zweite Neuerung, die es bei mir 2017 gibt, ist mein neuer Kanal. Der heißt Call Gnieche, ich habe ihn schon angelegt, ihr könnt ihn schon abonnieren. Demnächst wird es da auch mein erstes Infovideo geben, worum es eigentlich geht, was ihr da sehen könnt und so weiter und so fort. Ich habe lange überlegt, ob ich die Call Gnieche-Reihe auf diesem Kanal machen werde, aber habe mich dann dagegen entschieden. Ich werde nochmal gucken, wie ich das technisch möglich mache, aber auf jeden Fall geht es bald los. Irgendwie. Und zwar wird es auf diesem Kanal wohl nur Live-Videos geben und ihr könnt dabei sein. Also ihr bestimmt quasi die Sendungen. Ihr wisst ja, ich bin der YouTuber, der Kommentare liest. Das bedeutet, ich genieße das so ein bisschen bei YouTube, dass ich ein bisschen Nähe zu euch haben kann. Aber das wird auf dem Call Gnieche-Kanal noch extremer werden. Ihr werdet sehen. Jetzt kommt die dritte Neuheit für mich 2017. Ich sag mal, es steht für mich zu 90% fest. Und zwar, dass ich Mitte des Jahres 2017 nach Berlin ziehe. Also ich habe mich dazu entschieden, weil ich mittlerweile mich in Berlin sauwohl fühle. Ich war ja 2016 sehr oft in Berlin. An Hamburg genieße ich die Weite, die Luft und das Wasser. Das wird mir in Berlin fehlen. Und auch die Music Company wird mir tatsächlich sehr fehlen. Aber wie sagte Marty so schön zu mir, komm her, hier gibt es auch Musical-Gruppen. Ja, ich habe in Berlin mittlerweile sehr, sehr viele Freunde und mir fehlt das, dass ich einfach sagen kann, oh, das ist heute, alles klar, ich komme vorbei. Das geht immer gar nicht. Ich muss halt immer 3 Stunden von Hamburg nach Berlin fahren. So sah es bis jetzt aus. Und dann dachte ich, kann ich gleich nach Berlin ziehen, oder? Es wird dann wahrscheinlich auch mehr Nati-Fischl-Songs geben. Kann ich mir vorstellen. So, zum Schluss noch eine Sache. Ich werde ja immer wieder gefragt, was ist denn mit der neuen Doc-Tessa-Folge? Okay, ich sage es jetzt einmal für alle. Ja, sie ist schon geschrieben und ja, ich habe auch schon Szenen gedreht. Das Problem ist, ich warte momentan noch auf ganz viele Szenen von den anderen YouTubern. Diese haben alle im November, Dezember einfach viel zu viel zu tun gehabt. Ich hoffe mal, dass sie jetzt Januar, Februar mehr Zeit haben und mir diese Szenen drehen und schicken werden. Bin sehr gespannt, aber sobald sie mir das schicken, werde ich das alles zusammenschneiden und werde euch eine neue Doc-Tessa-Folge geben können. Ihr habt wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, dass ich auf jeden Fall schon Szenen dafür gedreht habe. Überhaupt auf Instagram seht ihr immer als erstes ist quasi, wenn ich irgendwas mache oder wenn ich gerade eine Doc-Tessa-Folge ein paar Szenen drehe oder so. Ich denke mal, das müssen wir jetzt erstmal alle verdauen. Und ja, ich wünsche uns einfach weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal hier und natürlich auf dem neuen Call Gnieche-Kanal. Der Link dazu ist natürlich auch hier in der Videobeschreibung. Könnt ihr schon mal abonnieren, dann starten wir da wenigstens nicht mit null. Und ich bin sicher, dann gibt es schon in der ersten Folge spannende Anrufer. Und zwar euch. So, auf ein spannendes 2017. Bis dann. Rock'n'Roll. Yeah.